tatsächlich jemanden finde, der mir einfach für Pokémon-Kämpfe beibringt. Du bist auch nur Platz. Oh. Du bist auch nur Platz 24, Junge. Das ist Nummer 27. Wir könnten auch über irgendwelche random Kram reden. Kaki? Heißt der Kaki? Wieso denke ich gleich an die Frucht? Ich muss die immer essen. Ich esse die immer. Nimm mich nicht auf die leichte Schulter, nur weil ich ein Kind bin. Nö. Keine Fix. Ich find's so lustig, dass der Kaki heißt. Wo geht der Kaki? Ich meine, warum nicht Ananas oder Sternfrucht? Sternfrucht. Und Physalis, ne? Physalis. Physalis wäre irgendwie so ein Frauenname. Physalis? Ja. Ich finde, es ist so Physalis. Ja, so aus wie Venus, weißt du? Ach Quatsch, das ist eine Pflanze. Was mache ich denn hier? Wow. Oh, hier irgendwelche Scheiße. Mal davon abgesehen, dass Annie EOP ist auf diesem Level. Ich musste sie aber trotzdem noch ein bisschen mehr trainieren, weil irgendwie die Level 56 ist nicht allzu famous. Ja, kotz mich voll. Kotz mich voll. Basler. Meine Pokémon werden immer vergiftet. Immer. Deine Pokémon. Ja, unsere. Aber auch irgendwie bei so Spielen wie hier Soul Silver und sowas. Immer vergiftet. Immer. Deswegen ich decke mich auch immer mit irgendwelchen Tränken und Gegengiften und sonst was ein, weil ich schon ganz genau weiß, Alter, du bist ein Gift. Das ist so ein typischer Fluch irgendwie. Der Fluch des Giftes. The Gift. The Gift. Oh. Wieso können wir das nicht einfach so machen, dass wir einfach ganz viele von diesen... Wie nennt sich das? Du meinst die Essenzen? Ja, genau. Und den Massieren und so ein Kacke. Ja, weißt du, wie teuer die Teile sind? Dafür braucht man erstmal Geld, Nana. Was hast du? Nicht viel. Das will ich gleich sehen, wenn wir hier fertig sind. Ich möchte nochmal erwähnen, dass die Paradies-Essenz 1200 kostet, ne? Und? Nee, Quatsch, das war falsch. Das ist fast genauso viel wie Beleber. Ja, trotzdem. Da, oh. Du hast die vier. Nein, nein, nein. Nein, 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 Littlefoot. Nein, nein, nein. Das hebe ich mir erstmal noch auf. Wer weiß, wofür wir diese 100.000 noch brauchen. Um die Queen, Bequeen. Bequeen? Um die Queen noch ein paar Schuhe zu kaufen, oder nein, was? Nein, zu bestechen. Einer. Du bist also derjenige, der von mir Unterricht haben will. Eichler, haha. Moment. Die sieht fast genauso aus wie von Futurama. Futurama? Ist sie nicht auch so? Was, Eila? Lila, Lila heißt sie. Lila, Eila. Eila. Außerdem hat sie nur ein Auge ineinander. Na und? Vielleicht hat sie auch nur ein Auge. Sie hat nur eine Maske auf, weißt du? Mit lila Hand. Lila. Ich bin echt auf überlegen, ob wir irgendwie Snackmark irgendwie, beziehungsweise wenn es sich entwickelt, Makaro auch irgendeinen Namen geben sollten. Schnicki. Schnicki. Nee. Geh heute auf den Mülleimer, ich hab nur Schnick auf den Mülleimer. Wirf weg, Nana, wirf weg. Ja, ich hab's nicht schön gekriegt, das verstehe ich. Das war voll niedlich. Ich wollte den Mülleimer aufmachen, plus ich wollte so einen Schnick. Oh, meine kleine Kind. Aber wie kommen die alle in unser Haus rein? Das frage ich mich eher. Keine Ahnung, durch die Katzen. Ja, genau, die saugen sich an die Katzen fest und dann kommen sie rein. Klar, es funktioniert bestimmt irgendwie. Ich meine, warum nicht? Denk mal drüber nach. Die Macht der Schnecken. Ich finde es irgendwie cool. Weil wir hatten eine schon mal am Klodeckel kleben. Am Klodeckel? Ja, die lag auf dem Klodeckel drauf. Und dann habe ich so, hä, habe ich geguckt. Ich so, was ist das denn? Und dann habe ich sie platt gemacht. Weil ich lieber so was war. Nana, du böser Mensch. Ginuki? Ginoki? Ginoki. Wer denkt sich die Namen immer aus, ey? Wow. Oh, Natu! Ich mag Natu. Natu! Natu! Ich will mich. Lass Waffe. Ich wollte gerade sagen, wo ist dein Mexikaner? Nicht wundern, Leute, irgendwie in letzter Zeit, da haben wir die,
Angewohnheit irgendwie, dass Nana immer irgendwas Mexikanisches sagt und ich irgendwie ständig was Spanisches. El Taco. Buenos Nachos. Bueno Nacho. Schau so. Dieses El Taco kam von meinem Kumpel. Die haben LOL gespielt und dann war da irgendwie so ein Typ, der hat irgendwie auf Spanisch oder so was bei LOL geschrieben. Oh bla bla bla. Und dann ich meine so, hä? Das war voll verwirrt so. Und dann plötzlich mein Kumpel El Taco. Und hat Nico geschrieben, Los Wochos. Und dann hab ich voll verarscht. Das war voll fies, aber irgendwie find's lustig. Entscheidend ist meine Einstellung nicht ganz klar. Ja, denk mal drüber nach. Statt ist Nummer 27. Diesmal stimmt sogar. Nee, aber lass mal nebenbei über irgendwas reden, irgendwie so. Wie geht's dir? Ja, gut, ne? Santo. Lass über LOL reden. Bei Pokémon. Ja. Ich spiele LOL, Leute. Ja, Nana spielt LOL. Und ich find's interessant. Ich feiere irgendwie immer mit. Aber ich spiele nicht selber. Selbst wenn Hol mich ständig überreden will, dass ich spiele. Aber nein! Wieso probierst du es nicht mal aus? Das ist voll geil. Was? Ich und LOL spielen? Ja, oh Gott, nee. LOL ist schon lustig. Ich finde LOL nicht cool. Aber LOL spielen ist cool. Es sieht auch verdammt cool aus, aber irgendwie... Ah, ich weiß nicht. Ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Es sieht aber voll kompliziert aus. Und wegen so, ja, es gibt die und die Lane und die Charaktere, die so und so viel, welche Fähigkeiten haben und auf dieser Position nur spielen dürfen und dann musst du denen auch noch Items kaufen, die du allerdings ausbauen musst und... What the? Das ist nicht Demacia! Oh Mann. Das ist gar nicht mal so schwer. Also alle, die Leute kennen und spielen, das ist... Für euch ist es ja nicht schwer anscheinend. Und alle, die Leute nur kennen, so... Solltet ihr auch mal ausprobieren, das ist eigentlich lustig. Das kostet nur so viel. Naja. Naja, außer man kauft sich da die 5000 Punkte da, wie Fabio kauft dich hin, Champ. Na, wobei er hat zugegeben, dass ihm jetzt inzwischen die 3 neuen fehlen. Nicht mehr lange. Das ja. Befürchte ich auch. Hey, weil das nicht... Aber eigentlich ist es ganz easy. Du, wenn du anfängst, ich glaube, du hast ja noch gar keine Charaktere, du hast ja nur diese Auswahl. Du, man kann anfangs auch nur die spielen, die in der Rota sind, ne? So, und dann mit denen spielst du denn halt die ganze Zeit so. Mhm. Und dann holst du dir halt diese Punkte durch dieses Bot-Game oder Normal-Game und so. So, und dann... Ich mach auch ganz dringend Normal schon. Okay, Bot-Game. So, und dann holst du dir erstmal ein paar Punkte so dazu und probierst dann wieder ein, zwei Charaktere aus. So, und dann wenn du dann sagst, wow, der ist eigentlich ganz okay, dann probierst du mit dem weiter, bla bla bla, vielleicht wird das immer mein dein Lieblingschamp. Könnte möglich sein. Kann möglich. Hast du bei mir Mord oder so? Ja. Ich mochte den schon von Anfang an, ich habe ihn gesehen, oh, ist ja geil. Naja, und dann... Außerdem wegen dem Iskan-Steinwurf! Oh mein Gott! Außerdem Steinwurf. Naja, und dann... Das ist eigentlich ganz easy, wenn du dir deinen Charakter ausgesucht hast und je nachdem wie er ist, also als Supporter, also willst du Supporter sein, willst du Tank spielen, willst du AD Carry, also AD spielen, oder er ist ein AD Carry, je nachdem, und oder AP. Mhm. Wäre es nicht am besten, wenn man alles spielen kann? Oh, Level Up. Wäre schon ganz cool, aber ich kann nur, okay, ich kann kein Supporter. Ich bin zu schlecht im Support, ist echt schon. Ist das nicht die einfachste Dings? Die einfachste Position? Ja, aber ich bin so einer, der raufkloppen muss. Ich habe immer AD-Champs. Oder AP, je nachdem. Aber AD spiele ich jetzt am liebsten irgendwie. Mordekaiser. Nein, Mordekaiser ist AP. Verdammt. So was wie Ashy oder so ist AD. Woher weiß man eigentlich, was zur Hölle ein Charakter für einer ist? Also wenn ich jetzt Nico richtig verstanden habe, dann meinte er, wenn man den auswählt, dann sieht man nämlich an einer Zahl da unten irgendwo sieht man dann, ob er A, P oder A, B ist. Je nachdem, weil dann ist das die Farbe grün, dann ist er das, wenn es die Farbe rot, dann ist er das, dann ist es die Farbe gelb, dann ist es Rüstung und irgendwie so. Okay.
Was gibt's denn alles? Also es gibt AP, es gibt AD, es gibt Tank, es gibt Bruiser. Support. Jungle gibt's auch noch. AD Carry. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Das Spiel ist so kompliziert. Also, ich meine, das ist das Geilste immer, wenn du so AD hast und dann noch Rüstung draufknallst, dann bist du so voll unschlagbar und so. Ja, das ist so kompliziert. Ja, aber nee, eigentlich gar nicht. Und dann hast du ja die ganzen Champs da und dann, wenn du dann ins Spiel reingehst, dann hast du ja die schon die Vorgegebenen. LOL ist ja lieb für Anfänger und dann hast du auch noch die vorgegebenen Sachen. Dann steht da zum Beispiel Fähigkeit, Stärke, also wenn du jetzt AP hast. So, wenn, also, das war mein Fehler mal. Ich habe Ashe genommen, ist AD und dann bin ich, habe ich aber das auf AP gestellt. Das war aber Bot-Game, weil ich das nicht wusste und dann bin ich dann im Spiel rauf und dann habe ich es nämlich gemerkt, weil in den Items stand nämlich so Angriffsschaden und keine Ahnung, Angriffstempo und etc. 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 Und dann dachte ich mir so, oh kacke, ich habe mich vertan, so, ich muss AD nehmen. Attack Damage und so. Oh Gott. Also eigentlich so schwer ist das gar nicht. Ah, ich weiß immer nicht. Kannst ja mal bei mir ausprobieren. Ah, schauen wir mal. Bloß mein Snackback und so eine komische Windhose drin. Mag ich grad nicht. Minus Krebskorb zum Tanky. Jo, Steinwurf. Meh. Wow, es hat so viel Schaden gemacht, das gibt gar nicht. Nee. Du machst Windstoß auf Sepa. Du machst Kryptoschlag auf Krebskorb. So. Ich finde das gut, dass zwar Norton gerade was macht, aber es nicht laggt. Ich finde es irgendwie cool. Hey, oh Gott. Ja, bei mir ist Norton ja verschwunden. Komischerweise. Ja, Norton hat sich bei ihr einfach aufgelöst, war plötzlich nicht mehr da. Und ich habe gerade erst die Version abgedatet für ein ganzes Jahr, weißt du? So bescheuert. Aber hey, ich gebe gerne so viel Geld aus für nichts. Klar, warum nicht? Ich meine, hey, schmeiß das Geld zum Fenster raus, Leute. Lass das Geld regnen. Tschüss, Krebskorps. Chica. Oh, ein Geweiher. Oh, Blush. Ich hab Putsch. Sieht aus, als würde ich einen Bob haben. Ein Bob? Ja, ein Haarschnitt. Ach, meinst du wegen diesem komischen Pony davor? Ja. Oh, ein Strohhut, je nachdem. Oh, Stroh. Monkey die Ruffy. Sieht aber eher aus wie so ein Pony. Hey, es ist auch so ein kleiner Klosterbube oder so. Nichts gegen Klosterbuben. Ah! Oh mein Gott. Wasser. Ja, du bist einfach mal nutzlos. Rutenschlag ist so eine beknackte Attacke. Rutenschlag? Ich denke deine Verteidigung, damit du dir dementsprechend weniger aushältst und ich dich dann nach voll tot hauen kann. Boah, ich muss mich mal stretchen. Bewegung am Arbeitsplatz ist wichtig, liebe Leute. Sonst rostet man ein. Bewegung. Ich lach mich tot. Sitzen und ein mit den Armen rumtanzen. Ja, was? Voll die Bewegung. Ich hab ein Problem damit. Ist okay. Wow, es macht so viel Damage. Wow. So süß. Oh, ich will meine Füße hochnehmen, ich kann das nicht. Ich fände es cool, wenn Geweiher eine Entwicklung hätte. Geweiher? Weil irgendwie, ich glaube, bisher hat es noch keine. Ja. Irgendwie so mit der sechsten Generation, die ja irgendwann demnächst rauskommen soll. Dann irgendwie eine neue Entwicklung für Geweiher oder für Libiscos. Oder, ja, Rage. Furby. Aber umso besser, umso schneller kriegen wir es nicht. Erlöst, sag ich mal. Nochmal Windstoß und du nochmal rufen. Dann krieg ich ja endlich mal gleich die Feuerattacke. Das ist so mühselig. Ich glaube, wir werden das so machen, wir werden jetzt auch immer nur so eine Stunde aufnehmen, oder?
Also zumindest bei Pokémon, weil... Mhm. Ich kann es in etwa abmessen an den Dingern, die wir da schon haben. Bravourös! Warte mal. Bravissimo. Ups, das wollte ich gar nicht. Warum habe ich das keine gesehen? warte mal, wir schauen. Das war da gar nicht direkt. Cool. Au, was ist das? Die Station abzuholen. Wisst ihr was, wir gucken mal eben kurz nach und dann sind wir gleich wieder. Momento.